Die Kremstal Garnelen OG hat vor 2 Jahren mit der Garnelenproduktion begonnen. Die dafür benötigte Anlage wurde komplett in Eigenregie aufgebaut und von einer Firma in Italien produziert. Am Betrieb haben wir eine Führung von Ulrich bekommen, der sich auch täglich nach der Arbeit um die Garnelen kümmert. Die Garnelen kommen in 5000er Packs an und werden zuerst in ein Aufzuchtbecken und danach in das größere Becken umgesiedelt und weiter aufgezogen. Die Vermarktung der Garnelen läuft hauptsächlich über den eigenen Hofladen und Versand. Wir sehen uns eigentlich als Landwirte, die als Binnenfischer das Meer nach Oberösterreich holen und die Regionalität, die Kunden sagen uns eigentlich, dass das sehr gut ankommt und wir wollen aus dem Grund das einen Schritt besser machen. Das Ganze ist jetzt mehr so ein Pilotprojekt, wo wir einfach schauen, können wir die Garnelen in Oberösterreich züchten, können wir es produzieren und können wir es auch zu unserem Preis, den wir uns vorstellen, vermarkten und direkt verkaufen an den Konsumenten bringen. Das hat in den letzten 2-3 Jahren sehr gut funktioniert und jetzt schauen wir eben, dass wir das einen Schritt größer machen, dass es wirtschaftlich einfach interessanter wird, dass man es dann vielleicht einmal hauptberuflich machen kann, weil wir machen das zurzeit jetzt alles nur als Hobby, als Nebenberuf. Am liebsten ist eigentlich die Garnelen roh. Hat einen Grund. Die gefrorenen Garnelen, die man am Markt kriegt, im Supermarkt kriegt, bei denen ist es nicht möglich. Wir fischen die Garnelen immer komplett frisch ab. Das heißt, man kann sie am nächsten Tag wunderbar mit einem Limettensaft, einer Prise Salz garnieren und dann in Sashimi-Qualität roh essen. Die Familie Heibel hat im vorigen Jahr das erste Mal Erdnüsse angebaut. Dies war mehr als Experiment geplant, da sie wissen wollten, wie die Kultur auf unseren Böden funktioniert. Beim Anbau probierten sie 2 verschiedene Möglichkeiten. Erstens die Direktaussaat und die Pflanzenvorzucht im Glashaus. Mitte Mai wurden die Erdnüsse auf Dammkultur gesät. Danach wurden sie gehackt und nach der Ernte wurden die Erdnüsse gewaschen und getrocknet. Die Ernte wurde nicht im Hofladen verkauft, da die Erträge nicht so hoch sind und der Produktpreis mehrfach so hoch wie normal sein würde. Zukunft ist eher so, dass es für mich mal jetzt in dem ersten Jahr so ein Experiment war, weil das Produkt sicher grundsätzlich auch in Österreich, wenn dann auf leichte Böden bisher kultiviert worden ist. Am schweren Boden hat man gemerkt, vor allem im letzten Jahr, dass das schon schwierig ist, das entsprechend zu kultivieren. Ich glaube eher, dass es in Zukunft auf die Böden nicht machen wird, sollte es ja Möglichkeit ergeben, kann man es wieder probieren. Am besten ist sicher so, wie man es aus der Schale außer isst, der frische Kern. Der wird, wenn man es vom Feld ernten muss, man natürlich zuerst rösten. Das ist nicht so wie im Backerl vom Geschäft. Das heißt, der Kern wird in der Schale geröstet, dann frisch geröstet ist er sicher am besten. Der Bio-Austria-Betrieb Friedl befindet sich in Mauthausen nahe der Donau. Dementsprechend sind die Böden auch schottrig, was sich negativ auf den Ertrag auswirkt. Der Betrieb ist nicht auf Höchsterträge, sondern auf eine weite Fruchtfolge ausgelegt. Auf die biologische Landwirtschaft haben sie 2009 umgestellt, wobei der Kürbis erst 2013 den Weg in die Fruchtfolge gefunden hat. Die Vorfrucht vom Kürbis ist meist Soja. Da der Kürbis aber nicht zu den Haupteinnahmequellen des Betriebs gehört, wird er in der Fruchtfolge eher benachteiligt. Insgesamt werden jährlich durchschnittlich 6 Hektar Kürbis gelegt, welche mehrmals gehackt werden. Verarbeitet wird der Kürbis auf dem Betrieb zu steirischem Kürbiskernöl, aber auch kaltgepresstem Kürbisöl. Ein kleiner Teil wird auch als Saat vermarktet. Ausbauen möchte der Betrieb die Direktvermarktung jedoch nicht, weil hierfür zu wenig Arbeitskräfte vorhanden sind. Mir ist ein Kürbiskern oder so, sag's jetzt dir mal am liebsten, aber leider macht es bei uns, sollten wir, dass man es anröstet mit Salz als knapper Gebäck. So mag sie ich persönlich am liebsten. Vermarkten damals hauptsächlich als Kürbiskernöl. Da kommt ein Teil oben in den Steiermark, das ist halt das normale Öl, da weiß ich nicht, wie viel wir haben. Und wir machen aber auch das kaltgepresste Öl. Manche sind voll überzeugt von dem.
das muss jeder mögen, weil das ist halt wirklich so ein bisschen grasig und sonst was. Gesund war das kalt gefallen. Im Everdinger Becken. In der typischen Gemüsebauregion betreibt Gerhard Utenthaler neben dem Anbau von klassischen Feldfrüchten, Wassermelonen und verschiedensten Artischocken auch den Reisanbau auf insgesamt ungefähr 20 Hektar. Auf seinem Betrieb haben sich vor allem ungarische Reissorten durchgesetzt, die sich auf seinem Standort gut zurechtfinden. Dabei handelt es sich um Trockenreis. Es wurden bereits verschiedene Anbautechniken ausprobiert. Aktuell wird der Reis durch Drillsaat auf 24 cm Zwischenreihenabstand gesät. Generell ist beim Reis die langsame Jugendentwicklung das größte Problem. Vermarktet wird der Reis in einem Gemeinschaftshofladen in Everding. Der Standard, was, halt, was in unserer Küche heute halt üblich ist, man ist der wenn der Risotto kann, ist auch was. Der Puttenmastbetrieb von Sandra und Günther Holzinger befindet sich in Oberschlierbach. Sie haben diesen Betrieb im Jahre 2002 von Günthers Eltern übernommen. Im Zuge dessen adaptierten sie den Betrieb und veränderten den bestehenden Hühnermaststall zu einem Puttenmaststall. Das Ziel war und ist es nach wie vor, über das ganze Jahr alle Teile der Pute anzubieten. In den ersten 6 bis 7 Wochen werden die jungen Puten in einem Aufzugstall im ersten Stock gehalten. Danach werden sie in einen der 2 Endmastställe gebracht, wo sie dann im Alter von ungefähr 16 bis 18 Wochen direkt am Betrieb geschlachtet und später dann auch verarbeitet und nur wenige Schritte davon entfernt verkauft werden. Alle 10 Wochen kommen dann junge Puten auf den Betrieb, welche dann wieder genau denselben Produktionsweg nehmen. Vermarktet werden die Puten zum einen über den hauseigenen Hofladen sowie auf verschiedenen Wochenmärkten. Was ich jetzt eigentlich für heuer geplant hätte, war ein neues Trockenhalle mit einer großen Photovoltaik. Für die Zukunft, also wenn es so weit rennt, wie es jetzt ist, passt das für mich. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr in dem Alter, wo ich sage, ich muss jetzt noch was mitreißen. Putten hat aber wahnsinnig viele andere Fleischteile, das ist die Oberkeulen. Ich kann von der Oberkeulen auch Schnitzel rausschneiden, was gut sind. Wir machen auch die Rollbraten. Das ist auch für die Oberkeulen ist ein wahnsinnig saftiges Fleisch. Eher ein bisschen dunkler und ein wenig kräftiger von Fleisch. Es kommt eher so, ja, altes Kalbfleisch, wo vom Geschmack her ein wenig intensiver wie das Brust. Und was wir gerne essen, sind die Flügel. Also einfach Braten im Rohr 2 Stunden. Auch viel saftiger wie ein Schnitzel. Der Betrieb begann mit 34 Lacan-Schafe, derzeit sind 48 und 70 Lämmer am Betrieb. Die weiblichen Lämmer werden teilweise zur eigenen Nachzucht verwendet und die männlichen gehen in die Lammfleischproduktion oder selten zum Zuchtverband. Die Milchproduktion erfolgt saisonal, sprich im Dezember und Jänner gibt es keine Milch. Gemolken werden die Schafe auf einem Side-by-Side-Melkstand, der über eine automatisierte Beifütterungsanlage verfügt. Die Schafe werden mit Heu gefüttert, die Heukonservierung erfolgt mittels einer Heulufttrocknung. Die Milch wird direkt am Hof zu Joghurt mit unterschiedlichen Sorten und zu Käse, Topfen und Fruchtmolke verarbeitet. Einfach bei den Produkten ein bisschen optimieren, ein bisschen in die Weichkäse-Schiene und in die Greifenkäse-Schiene einigen. Pur vom Glas aus, am liebsten sind wir Vanille und Heidelbeer, so wie es im Glas drin ist, ohne Müsli, ohne Alm. Der Betrieb wird nebenerwerblich geführt. Hanf, Lein, Dinkel, Nackthafer und Roggen werden angebaut und direkt am Hof zu Müsli oder Mehl verarbeitet. Das restliche Getreide wird zur Weiterverarbeitung verkauft. Braugerste wird an die Brauerei Hofstetten geliefert. Die Direktvermarktung der Familie Pinter-Grammer begann 2012 mit Hanf- und Leinöl. Mittlerweile werden 2077 Bioprodukte im Hofladen vermarktet. Des Weiteren wird so gut wie möglich auf Plastikverpackungen verzichtet.
Wir möchten natürlich halt eben unsere Direktvermarktung auch ausweiten. Also es gibt nur unzählige Müsli-Ideen, die wir noch machen möchten und Richtung Seminarräume, Urlaub am Bauernhof. Am besten schmeckt es natürlich mit einem guten Joghurt, gut mit Milch, mit Pflanzenmilch. Ich kenne auch Leute, die essen es mit Wasser. Es gibt alle Variationen, es ist einfach immer gut. Direktvermarktung werden Aronia-Beeren in der Form von Pulver, Sirup und Saft verarbeitet, ebenso getrocknet und schokoliert. Weiteres werden Kiwis, Kürbiskernöl, Kürbismehl, Pesto, Walnussöl vermarktet. Viele ihrer Produkte wurden mit dem Öl Kaiser und der goldenen Birne ausgezeichnet, welche sie aufgrund ihrer guten Qualität der Produkte bekommen haben. Die Aronia-Staude trägt ab dem zweiten Jahr und kann bis zu 25 Jahre alt werden. Mithilfe eines Öchselgeräts wird der richtige Erntezeitpunkt, der zwischen August und Anfang September liegt, bestimmt. Die Ernte erfolgt mit einem Vollernter, den sie in Gemeinschaft mit anderen Betrieben nutzen. Die Kiwifrucht findet ihren Ursprung in Südchina, jedoch wird sie mittlerweile weltweit kultiviert, darunter auch in Österreich. Die Ernte findet zwischen Ende Oktober und Anfang November statt. Ein Ranggerüst sorgt dafür, dass die schnell wachsende Kletterpflanze sich abstützen kann. Kiwi-Pflanzen fruchten erst nach 3 bis 5 Jahren mit nennenswertem Ertrag. Am richtigen Standort kann eine weibliche Pflanze bis zu 70 Kilo Früchte tragen. Im Betrieb ist immer Veränderung. Angefangen mit Dammkultur. Es ist eine einfache Bodenbearbeitung oder auch die Fruchtfolgen dann anders werden. Einfach nur schön oder eben halbieren und auslöffeln oder dann nur einfach zum Salat, zum Sauern dazu. Jetzt einen Kiwisenf probiert, der ist extrem gut in Marinaden rein oder eben zum Käse oder zum Fisch dazu.